Warum Ford die Fusion töten und warum gibt es Probleme damit? Mit dem Titel Warum Ford wäre wohl dabei, die Fusion zu töten, basierend auf dem Plan, die Produktion nach China zu verlagern, zusammen mit Ford mit Fords Aussage, dass es Fusionen in die USA aus China nicht importieren wird. Der Artikel berührte drei Gründe, warum Fords mittelgroße Limousine eine bessere Chance hat, einen Grabstein zu verdienen als eine nächste Generation. Aus den genannten Gründen, Überschneidungen, Kraftstoffverbrauch und längere Autokredite, ergibt sich für uns Sinn. Man lässt uns fragen, was hätte sein können, man lässt uns fragen, was kommt. Wir müssen auch die richtigen Täter für den Tod der Fusion berechnen. Ford ist ein Komplize, aber nicht der einzige Axtmann. Unser Dick. 1. Tritt die Frequenzweiche auf. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, das Konditional fallen zu lassen und die bevorstehende Flatline der Fusion zu akzeptieren, zumal Ford-Chef Jim Hackett sagte, ich gebe Ihnen einen Hinweis, es ist ein Gönner. Die Fusion ist auf ihren Hinterrädern im Kolisäum und blutet 5W20 in den Sand, als es von dem Tagteam Gladiatoren Crossover und SUV in Stücke gehackt wird, während eine schäumende Autokauföffentlichkeit die Tribünen bebt und ruft, End it! Ausrufungszeichen. Anführungsstriche. Händler haben bis Ende November 192.179 Fusionen verkauft, eine Zahl, die sofort bemerkenswert und enttäuschend war, weil sie einen Rückgang von 22% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Dieses Jahr wird das dritte Jahr in Folge von niedrigeren Fusionverkäufen sein. Segmentweit gibt es nicht nur Blut auf der Verkaufsfläche der Limousine, sondern auch Organe, Teile von Gliedmassen und Reanimationsexperten, denen Ausdauer und Hoffnung ausgingen. Von den Top 30 der meistverkauften Fahrzeuge im November sind 10 Limousinen. Aber 8 von diesen 10 haben im Vergleich zu den ersten 11 Monaten des Jahres einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Nur der Honda Civic und Nissan Sentra erzielten Gewinne. Die hunderte Fusion liegt in diesem Jahr 150.000 Einheiten hinter dem neuen Toyota Camry. Der Ford Edge Crossover macht 2/3 der Fusion-Nummern. Der Ford Escape hat sich um fast 100.000 Einheiten herumgetrieben. Und haben Sie die Transaktionspreisspitzen im Crossover-Markt gesehen? Hello Edge und Escape und Explorer, Gewinnmargen. Platzieren Sie diese Zahlen neben der Massenpsychose, die als Crossover-Krankheit bekannt ist, und wir können verstehen, warum Ford die mittelgroße Limousinenparty lange vor dem Ende der Musik und dem Anzünden der Lichter aussetzen würde. 2. Es ist die Kraftstoffwirtschaft, dumm in den Automotive News, sagte Hackett. Die Gründe für die Balance in den Verkäufen zwischen Limousinen und Crossover in der Geschichte hatten mehr mit Kraftstoff zu tun als die Kundenpräferenz. Und so, wenn Sie den Unterschied dort wegen Kraftstoff loswerden können, beginnen Sie, den Druck zu entlasten, welche Art von Portfolio Sie haben müssen. Oder, anders ausgedrückt, er sieht eine Zeit voraus, in der die Verbraucher nicht zwischen einem Pickup oder einem SUV und einer Limousine auf Kilometerstand unterscheiden. Und wenn man eine Wahl hat, wird die Limousine verlieren. Außerdem, er, in diesem zweiten Zitat bezieht sich nicht auf Hackett, es bezieht sich auf Gerd Krüßler, CEO Sergio Marchione. Der Satz aus einem März 2016 Interview. Marchione gab Motortrend auf dem Genfer Autosalon. Lassen Sie uns über die Kraftstoffeffizienz von Fusion sprechen. Die EPA bewertet eine 2018 Allradfusion mit dem 2,0 Liter EcoBoost bei 20 mpg in der Stadt, 29 auf der Autobahn und 23 bei Fuel Economy GUV kombiniert. Vergleichen Sie eine AWD-Fusion mit einer AWD-Edge mit der gleichen Engine. Sie erhalten beide den gleichen kombinierten und Stadt-MPG, aber die Fusion schlägt den Edge mit 2 mpg auf der Autobahn. Die Zahlen ändern sich kaum bei einem Frontantriebsvergleich. Die EPA sagt, dass sie dasselbe Geld für die AWD-Modelle über 5 Jahre im Vergleich zum durchschnittlichen Neufahrzeug ausgeben werden. Fords Aufstellungsort verzeichnet nicht ein Leergewicht für die AWD-Fusion, aber die FWD-Fusion wiegt 440 Pfund weniger als der FWD-Rand. Wir werden einen ähnlichen Unterschied in den Allrad-Versionen annehmen. Außerdem steigt der Widerstandskoeffizient der Fusion bei 275, während der Widerstandskoeffizient des Edge verständlicherweise unter Squoval abgelegt wird. Also stellen wir uns die naheliegende Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Fusion, was ist passiert? Die beste MPG, die Sie auf einer nicht-hybriden Fusion erhalten können, ist 23 statt 34 Autobahn. Das Schlimmste, was Sie mit einem Toyota Camry oder Honda Accord tun können, ist 22 statt 32 Autobahn,
Der mittlere Camry bekommt 28 statt 39 Autobahn, die mittlere Accord X bekommt 30 statt 38 Autobahn, und Sie können besser mit jedem Modell, wenn Sie eine andere Trimmung wählen. Hier geht es nicht darum, dass der Toyota und Honda neu sind. Der vorherige Camry und der Accord haben beide die Fusion besiegt. Um Hackett und Marchione sagen zu hören, sind der Camry und Accord zum Scheitern verurteilt, sobald der Toyota RAV4 und der Honda CR-V die ungefähre MPG-Äquivalenz erreichen. Das könnte wahr sein, aber es scheint wie ein paar Generationen weg, seit Toyota und Honda anscheinend herausgefunden haben, wie man ihre viel leichteren, eleganteren Limousinen davon bewahrt, von ihren Windjammern heruntergerannt zu werden. Ford hat eindeutig mehr Ingenieure und Geld bei Crossover-Effizienz als Limousine-Effizienz geworfen. Doch wenn das Anstück zitiert Hackett spricht von Start, den Code zu knacken. Crossover VS Limousine Benzin Kilometer Stand Parität, es klingt wie der Code für Fusion Kraftstoffwirtschaft war, legen Sie den Hausmeister verantwortlich. Wir können nicht sagen, dass Stellare MPG die Fusion retten würde, der Treffpunkt Malibu, zum Beispiel, ordnet MPG-Zahlen und schlägt immer noch einen Verkaufsschlager, aber wir fragen uns, was die Fusion hätte werden können, wenn Ford eine Gabel darin nicht stecken würde vor einiger Zeit. 3. Zu welchen Preisüberschneidungen? Michael Martinez schreibt in seinem Anstück, obwohl die Fusion immer noch billiger ist als die Escape oder Edge Crossover, haben längere Kreditkonditionen den Unterschied in den monatlichen Zahlungen vieler Käufer kaum bemerkbar gemacht. Da ist die beunruhigende Linie. Wir Verbraucher haben es für Autohersteller und Banken nützlich gemacht, Möglichkeiten zu schaffen, größere, schwerere, durstigere, teurere Fahrzeuge zu kaufen, die ähnlich aussahen wie früher, wenn wir kleiner, leichter, sparsamer und billiger waren Fahrzeuge. Die modernen Begriffe sind jedoch nicht die gleichen, und die Verbraucher strecken sich beunruhigenden, um sie zu erfüllen. Über die supreme Autokreditsituation wurde viel geschrieben. Jalopnik veröffentlichte ein langes Stück, das Geschichten erzählt, die so war ein Viertel Dent sind, das Dickens zusammenzogen war ein Viertel RDE. Andere Kommentatoren wollen herausfinden, ob die überkomprimierte Vergebührung und der überkompensierte Zahlungsausfall als Blase betrachtet werden sollten, und wenn ja, ob diese Blase den gleichen Schaden anrichten könnte wie die Hypothekenblase. Wir können uns jedoch von den schlimmsten Vorhersagen und Prädiktionen abwenden und immer noch alarmierende Zahlen finden. Anfang dieses Jahres stieg die durchschnittliche Kreditlaufzeit auf ein Allzeithoch von 69,3 Monaten. Der durchschnittliche Preis eines neuen Fahrzeugs vor Incentives kletterte auf 35.309 US-Dollar, ein weiterer Rekord. Der durchschnittliche Käufer finanziert 30.945 Dollar eines Autokaufs, ebenfalls ein Rekord. Monatliche Zahlungen durchschnittlich 517 Dollar, ein weiterer Rekord. Wenn Sie jetzt 7 Jahre ausgeben, um den durchschnittlichen Kredit von 30.945 Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 35.309 Dollar zurückzuzahlen, kostet das ungefähr 4.000 Dollar an Zinsen. Mit Steuern und Gebühren sind die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs über 40.000 Dollar. Unterdessen lag das mittlere Haushaltseinkommen 2016 bei 59.039 Dollar, und die persönliche Sparquote liegt mit 3,2% auf einem Niveau, das seit 2008 nicht mehr zu beobachten war. Und Sie erinnern sich, was 2008 passiert ist. Eine Angeschichte vom März berichtete, bis Februar 2017 waren 33,8% der Kredite 73 bis 84 Monate. Zum Ende des Jahres 2016, von diesen 6 bis 7 Jahren, 28,7% der Neufahrzeugkredite waren 84 Monate. Weitere Aufzeichnungen: 10% der Gebrauchtwagenkredite für 2010 Modellfahrzeuge laufen zwischen 73 und 84 Monaten. 7-jährige Autokredite auf 7 Jahre alten Autos, ja. So kommt man zu folgendem Satz: Laut Edmunds.com waren schätzungsweise 32% aller Trade-ins für den Kauf eines neuen Autos in den ersten 9 Monaten 2016 unter Wasser. Es ist klar, dass die Fusion nicht gut enden wird. Und wir können Ford nicht für die verblüffende Crossover-Übertreibung verantwortlich machen, die die Fusion erstickt. Vielleicht der Finanzarm und dieser Hausmeister, obwohl. Aber für den Moment, wenn man sich den teuren Wahnsinn ansieht, der den Tod der Fusion verursacht hat, kommt es mir bekannt vor, wir haben uns schon früher überanstrengt. Und es ist schwer herauszufinden, wie das auch diesmal nicht schlecht enden wird.